Geh nochmal hier gucken, weil hier in dem Teil des Dorfes waren wir auch noch nicht. Und einfach hochlatschen will ich nicht, weil vielleicht finden wir ja noch was. Ah, da ist noch eine Truhe. Da oben wird wahrscheinlich auch noch irgendwie was Tolles sein. Die rettes Juwel. Braucht man ein paar blaue. You are all to be purified, per Odin's decree. Your purification is at hand. Na, auf ihn. Ah, Kacke. Können wir da raus auf die Dächer? Mach ich auch sofort, aber ich guck nochmal, was hier weiter hier oben ist. I expected nothing less. Ruhe. Elixier klein. Oh. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob es Fallschaden in dem Spiel gibt, aber ich will es auch gar nicht herausfinden, um ehrlich zu sein. Oh, scheiße. Also so wie es aussieht, gibt es keinen Fallschaden. Sonst hätte ich schon welchen bekommen. Okay, dann wieder hoch. Dann gehen wir lieber den offensichtlichen Weg entlang. Und nicht den, wo ich denke, das könnte man lang, aber vielleicht auch nicht. Sondern wir gehen da lang, wo offensichtlich wie auch hin sollen, also hier über die Dächer und nicht da hinten. Oh, ah, damit komme ich wieder raus. Soll ich verkaspern? Ich glaube, das ist nur dafür da, damit ich da rüber kann. Wo soll ich denn jetzt hin? Darüber schaffe ich schon nie im Leben. Ja, wenn ich jetzt da rüber springe, da laufe ich schon nur zu. Ja, das ist nur der Weg zurück. Naja. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, wo wir hier lang kommen. Ja, Kamera, ich mag dich auch sehr gerne. Unter dem Rock wollte ich sie jetzt nicht gucken. Kann ich auf den Mauern hier rumlatschen? Das wäre auch zu schön gewesen, ne? Oh, das geht sogar. Was zur Hölle? Oh, hier ist sogar eine Truhe. Ist sogar gewollt. Grünes Juwel, endlich. Nein, ich brauche blaue, nicht grüne. Ob ich das von hier aus so schaffe? Ja, okay. Hier eine Truhe. Hier sind keine Truhen. Hat nicht gedacht, dass man so über die Dächer hüpfen kann in dem Spiel hier. Also damit habe ich irgendwie null gerechnet, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich hier, aber was will ich hier? Ich glaube, hier ist nichts mehr so Interessantes. Gehen wir einfach die Treppe hinauf.
Uhr auch lang sollen. Nämlich erstmal die Truhe hier öffnen. Da soll ich lang, deswegen gehe ich erstmal hier entlang. Defiled soul, you shall be freed. Gut. Hier noch wer? Nee, scheint erstmal keiner zu sein. Da kann ich nicht lang, willst du mich verarschen? For this is your salvation. Untote, Untote, komm, verdammt, warum entsetzt das niemanden mehr? Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn dieser Ort überrannt wird. Here ends your miserable existence. Und dann öffnen wir die Truhe hier. Das Juwel, ich brauche blaue Juwelen. Farewell, defiant soul. Ey, was haben wir hier für eines? Ritterkommandant? Stark, das klingt hoffentlich. Werde ich eines Tages auch ein starker Ritterkommandant. Ritter in Ausbildung. Was ist, wer oder was ist ein Ritterkommandant? Ein Kommandant, der ein Ritter ist. Oder ein Ritter, der ein Kommandant ist. Er muss so ein Gegner sein, aber irgendwie kriege ich davon gerade gar nichts mit. Und da kommen wir. Gehen wir dann in die Richtung hier. Do not under. Wer ist das denn? A human. What are you doing here? I. No matter. I mustn't be distracted. Ja, ja, ich muss ich. Ne? Here also. Ends your miserable existence. Ich heile mich mal. Okay, so viel halt das jetzt auch nicht. Ambrosia erhöht die maximale Größe der Lebensleiste. Ja, das nehme ich doch gerne. Muss ich das. Nee, die Karte ist mir gerade egal. Gegenstände? Ambrosia. Verwenden, gedrückt halten. Erhöht die maximale Größe der Lebensleiste. Ja, das hört sich schon gut an. Dass man sowas auch findet und nicht nur durch Leveln bekommt, finde ich eigentlich ganz nett. Wo sitzt der nette Herr hin, der hier eben gerade noch war? Der ist einfach weg. Unvermeidbare Angriffe. Ein gegnerischer Angriff, der ausgeführt wird, während der Gegner rot blinkt, kann nicht abgewehrt werden. Am besten begibst du dich in sichere Entfernung und weicht aus. Hallo. Ah, ich muss das vorher zerstören, bevor das eine einsaugen kann. Okay, dann verstehe ich das, was ich machen muss. Es war, hieß ja nur geläutert werden, aber draufhauen ist für mich nicht läutern. Obwohl, es wurde ja gesagt, ich läuter die Untoten, indem ich sie töte, also besiege.
Ja, hätte ich selbst schon drauf kommen können, aber naja. The holy laws decree your obliteration. So. Dann wollen wir mal Elixiere, Mittel. Kann ich hier dran klettern? Nein, kann ich nicht. Defiled soul, you shall be freed. Ja, ich glaube, ich heile jetzt nochmal. Instant Elixier. Kann ich nicht lang. Wie gesagt, wir heilen uns nochmal. Weil jetzt machen die Gegner aus irgendeinem Grund ein bisschen mehr Schaden. Also ich lasse mich auch ein bisschen mehr treffen als vorher. Das ist ein bisschen dumm. Von mir. Dass ich mich treffen lasse. Da geht's doch längs. Was ist denn hier? Gar nichts. Auf dem ersten Blick. Dann gehen wir nochmal auf die Häuser, aber ich glaube nicht, dass hier viel zu holen ist. Ja, immer noch auf den Häusern wie eben. Da ist das hier. Ja, wir sind die Treppe hochgegangen, ne? Da muss hier ein bisschen anders alles sein. Oh, der. Toll. Hier ist zu. Wo konnte ich hoch? Hier irgendwo. Die Kamera ist ein bisschen friggelig. Was ist denn her? Hier ist noch eine Truhe. Elixiere klein habe ich aber mittlerweile ein paar, ne? Warum auch immer das nicht kleine Elixiere heißt, sondern Elixier klein. Back to the void. Na, hör mal auf. So. Okay, Magietrank. Vorübergehend den Magieangriff erhöhen. Ich glaube, ich rede gar nicht so viel, ne? So die ganze Zeit. Sollte ich ändern. Weil das ist hier immerhin ein Let's Play. Wieso sollte ich denn reden? Okay, da komme ich nicht hoch. Wäre aber schön gewesen. Komme ich denn auf die andere Seite irgendwie? Da sieht ziemlich einfach aus auf den ersten Blick. Okay, da ist eine Truhe. Ja.
Nein, nicht mit Dreieck, sondern mit L2. Wieso? Manchmal so dumm. Ja, da komme ich nicht rüber. Aber wir gehen einfach weiter. Eier genug hier schon rum. Gibt es so eine Burg mit weitere Seele? Ist das ein Kampf? Ich gehe nochmal auf die Walküre. Ich habe jetzt ein paar gelbe Seelen, deswegen können wir ruhig auch mal das jetzt hier holen. Fertigkeit der Wurm. Richtungsangabe plus 4 Eck statt ein Sprintangriff aus der Distanz. Beim Sprinten fährst du gegnerische Angriffe ab. Stärkt die physische Angriffskraft der Walküre. Ich nehme mal, glaube ich, beides, ne? Wohl ganz schön teuer ist der Krempel. Nimm erstmal das hier. Aber ich hätte das hier auch gerne. Verringert den physischen und magischen Schaden der Walküre. Also der zugefügt wird. Die Abwehr eines gegnerischen Angriffs direkt vor dem Treffer löst die Verlangsamung aus und durch Drücken von Dreieck wird ein Spezialangriff initiiert. Meine Güte, ich kann nicht reden. Oder lesen. Ich habe gar nicht hingeguckt, wie das Wort heißt. Ich habe einfach gesagt, das heißt jetzt initiiert, was das auch war. Will ich das haben? Bisschen teuer, ne? Ich will noch mehr den Maximalwert erhöhen. Ich habe gar nicht geguckt, wie teuer das war. Drücke beim Kreis beim Ausweichen, um einen Doppelausweich auszuführen. Ja, gerne. Was ist das denn? Endmanöverstufe 1. Drücken von Viereck in der Nähe von kleinen Gegnern mit weniger als 10% ihrer maximalen Gesundheit wird ein Spezialangriff initiiert. Wenn der Endmanöver in den Menü auf manuell eingestellt ist, kann es durch Drücken von Dreieck aktiviert werden. Okay, dann hier. Ich glaube, ich habe immer noch keine blauen Juwelen. Ich hätte auch nicht genug Gelbseele. Ich weiß ja mal. Und dann laufe ich auf. Ich guck mal, ob da ein Boss kommt. Wenn ein Boss kommt, mache ich weiter. Wenn nicht, dann... Das sieht doch sehr nach Boss aus, oder? Ich schicke nochmal den Gegner. Hinter mir zu. Ich hoffe, der geht wieder auf, weil ich möchte eigentlich weiter. Das Doppelausweichen finde ich mega nice. Hör auf! Mal auf mit deinen komischen Packpfeilen. Komm da mal runter. Ach, du lebst ja noch. Oh, neue Gegner. Chimären? Sieht aus wie Chimären.
Okay. Wird denn der Weg zurück auch geöffnet? Natürlich nicht. Ich habe halt eben gespeichert, deswegen ist die Frage, will ich eigentlich jetzt weitermachen oder nicht? Ich weiß nicht, wann der nächste Checkpoint kommt, der nächste Speicherpunkt. Ich wollte eigentlich gerne aufhören. Komm ich hier durch? Nein. Muss den Weg nehmen. Würde ich eigentlich gerne aufhören, weil ich bin ein bisschen müde und... Das ist auf nur Return, ne? Und ich rede halt nicht mehr so viel und das ist halt ein bisschen doof. Nachttrank. Here ends your miserable existence. Ich glaube, man kriegt genug Juwelen von Kämpfen, dass man nicht wirklich alles zerklumpen muss. Weil guck mal, wie viele Juwelen ich ganz halt kriege. Also den findet man hier unter mal Kisten. Also Truhen. Man muss nicht alles zerklumpen, was man so sieht, finde ich. Hier endet your miserable existence. Ach, so eine Scheiße. Was ist denn da jetzt los? Okay. Löse die Ketten. Oh, ich habe gerade so viel zu tun. Die Bestellungen häufen sich und häufen sich. Haben sie denn nie genug? Rooster-Koch. Das sieht doch hart nach einer Falle aus, ja. Und das ist auch eine Falle. Hätte das gedacht. Also ich schon. Und aufmachen. Violettes Juwel, nur 5. Geht aufs Kisten, die ich kaputt haue, eher mehr. Da kommen wir wahrscheinlich später mal lang. Okay. Uiuiui. Ich weiß auch nicht. Oh, erstmal lang. Hier endet your miserable existence. I will not stop until the world is saved. Ich dachte, ich müsste die Ketten zerstören, aber irgendwie dann doch nicht. Oh, hier sind ja ein paar. The holy laws decree your obliteration. Okay. Was ist denn hier los? Da soll ich nicht runter. Nicht stärker werden, das finde ich frech.
Aua. Lance of Flame. So, dann öffnen wir die Truhe hier und finden. Okay, nimmst du Elixier? Habe ich zu viel. Also 7 ist da das Maximum. Ja, heilen wir mal eine Runde. Immer noch eine Runde. Und dann kann ich mal so ein Künstler-Elixier nehmen. Zack. Damit ich das hier auch mitnehmen kann. Ist nicht lang. Oh. Das Fein ist. Aua. Also Mist. Ich konnte es nicht verhindern, dass er stärker wird hier. Da müsste eigentlich die Tür aufgehen, ne? Ich habe nicht gemerkt, dass es doch so eine lange Kette war. Okay, dann muss ich der zweiten Kette jetzt folgen. Oder wir gehen erstmal hier oben lang. Würde ich mal behaupten wollen. Okay, es ist nur eine Truhe. So, dann komme ich denn dahin. Irgendwie wünsche ich, ich könnte noch schneller laufen. Weil die Areale dann doch ein bisschen sehr groß sind. Okay. Schau mich mal hier erstmal um. Hier. Hast du was eine Walküre gesehen? Ha! Dann stimmt es wohl, dass sie zu jenen kommen, die ihr Tod nahe sind. Aber ich glaube, eine Walküre würde keinen Verlierer wie dich aussuchen. So. This should be easy enough. Da kam ich, glaube ich. Dann gehen wir hier lang. War hier denn noch irgendwo was? So. An easy fight. Ja, ich bin echt gerade nicht in Laberlaune. Tut mir echt leid, dass ich hier so ein bisschen chill bin. Das ist auch irgendwie sehr repetitiv, das Gameplay. Man kämpft. Größtenteils nur, da ist ein Speicherkristall. Naja. Aber es macht trotzdem Spaß, das jetzt nicht. Dass es irgendwie kacke wäre oder so. Warum auch immer hier ein Speicherkristall ist. Ich mache erstmal das hier auf.
Hagelschuss, eine Schriftrolle für göttliche Kunst, Hagelschuss. Okay, jetzt habe ich Blitz, Feuer, Eis und Heilen. Muss ich hier wirklich Schlangen oder? Mag ich das hier Juwel 10? Ich speichere mal und guck mal, wo ich weiter muss. Warte, war da eine Truhe oder? Erstmal normale Kisten. Okay. Bin ich denn jetzt? Ah, ich bin wieder hier auf der Seite, okay. Wo die eine Kette war. Ja, dann gehe ich runter und mache es. Tu nochmal speichern. Mach ein Safety-Safe und dann höre ich auf für heute. Das Spiel macht wirklich Spaß. Ich nehme so ein bisschen zurück von wegen, wie es aussieht. Ich meine, es sieht doch okay aus. Vor allem die Charaktermodelle mag ich sehr, aber irgendwie. Das visuell geistige Spiel ist es jetzt nicht. Dann mach ich mal nochmal schnell ein Safety Safe. Hätte lieber gerne auf die 5 gemacht, damit ich da nicht vertue, aber ist momentan eh nur derselbe Safe. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.